Die Buga 23 ist Blumenschau, Sommerfest und Reallabor. Auf Spinelli und im Luisenpark wollen wir Nachhaltigkeit neu erlebbar machen. Die Buga 23 ist aber nicht nur ein Investment in nachhaltige Stadtentwicklung, sondern auch in die Wirtschaft der Region. An die Wirtschaft geht ein Großteil unseres Auftragsvolumens. Mit unserem Format Netzwerk wollen wir uns mit diesen PartnerInnen austauschen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Videopodcasts Buga 23 Netzwerk. Wir sind auf dem Spinelli-Gelände in der U-Halle, dem Herzstück während der Bundesgartenschau 2023. Mein heutiger Gast, Kirsten Korte, sie ist Geschäftsführerin seit 2011 des gemeinnützigen Vereins Zukunft Metropolregion Neckar mit Sitz hier in Mannheim und leitete seit 2009 das Conventionbüro der Metropolregion Rhein-Neckar. Kirsten ist eine Netzwerkerin per excellence und kennt die Region wie kaum eine andere Person. Und insbesondere die Region kennt sie. Sie möchte in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft die Attraktivität, das Potenzial der Metropolregion aufzeigen und über die Region hinaus deutschlandweit bekannt machen. Herzlich willkommen, Kirsten Korte. Herzlich willkommen, Kirsten. Hallo Michael, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe dir was mitgebracht. Super, ein Leuchtturm. Jetzt musst du mir aber noch erklären, Kirsten, warum ein Leuchtturm, außer dass ich weiß, dass du aus dem Norden kommst. Stimmt, da ist mir schon Teil meiner Antwort abgenommen, aber trotzdem nein. Ich finde, dieser Leuchtturm passt hervorragend zur Buga 23, denn was macht ein Leuchtturm? Er sendet Signale, setzt Impulse, zeigt einem aber auch irgendwo wieder, wo der sichere Hafen ist. Und ich denke mal, das passt super gut zur Buga. Signale, Impulse setzen. Ihr wollt nachhaltig, sag ich mal, auch die Buga gestalten mit den Themen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Aber die Metropolregion Rhein-Neckar als solche steht ja auch für Leuchtturmprojekte. Und deswegen war das passende Geschenk für den heutigen Nachmittag. Leuchtturm, auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch wir wollen gemeinsam mit der Metropolregion nach außen strahlen, die Metropolregion mit Hilfe der Bundesgartenschau nach außen zum Strahlen bringen. Die Metropolregion hat einiges zu bieten, du hast schon gesagt, zu unseren Themen. Ich habe erst vor wenigen Tagen in der Zeitung gelesen, dass wir wieder eine neue Förderung zu dem Thema Wasserstoff-Experimentierbereiche haben, Wasserstofftankstellen etc. Das ist ein Thema für uns in der Region hier, ein spannendes Thema auch für uns. Was kannst du uns darüber berichten? Ja, die Metropolregion Rhein-Neckar ist eine Wasserstoffregion. Wir machen jetzt auch einfach mal und haben ja durch Fördermittel die Möglichkeit. Da gibt es Projekte jetzt mit der Stadt Mannheim und Heidelberg zusammen und Ludwigshafen. Aber in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar werden dann zukünftig Wasserstoffbusse fahren, aber auch Müllfahrzeuge und dergleichen. Also ich glaube, da haben wir ganz tolle Anwendungsbeispiele. Wir haben einen tollen Match auch zum Ausstellungsbeitrag des Landes Baden-Württemberg. Dort spielt Bioökonomie eine ganz große Rolle. Auch dort ist das Thema Wasserstoff ein Energieträger, der dort vor Ort produziert wird. Bei einem Projekt, das wir gemeinsam mit dem Land machen, das P-Power heißt. Dort wird aus Urin am Ende des Tages Wasserstoff, das dann wiederum als Energieträger zur Verfügung steht. Ich habe dieser Tage auch gelesen, Projekt Landschaft in Bewegung, ein Wettbewerb, den ihr schon längere Zeit austragt. Was bedeutet das für die Metropolregion? Landschaft in Bewegung ist wirklich ein Wettbewerb, den wir schon seit vielen Jahren machen, einfach um in den Dialog auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten, um die Landschaftsräume und Kulturräume, die wir hier ja zahlreich haben in der Metropolregion Rhein-Neckar, Pfälzerwald, Odenwald, Bergstraße, Kraichgau, aber auch die Rheinebene, um sich damit auch auseinanderzusetzen, was wir hier für einen Fund haben, aber auch zu denken, wie wir das in die Zukunft bringen. Und dafür ist dieser Wettbewerb ideal. Absoluter Match mit unserer Gartenschau. Also allein die Darstellung bei uns schon auf zwei Parks. Also einen historischen englischen Landschaftspark wie dem Luisenpark. Und ich sage es immer ganz gern, diese grobe militärische Fläche hier auf Spinelli, die wir zukunftsfähig gestalten. Toller Match. Ein gemeinsames Thema liegt auf der Hand, Thema Tourismus. Tourismus und Nachhaltigkeit, Gartenschau, Metropolregion. Was fällt dir dazu ein?
Ja, unter Tourismus fällt mir erstmal ein, dass es den Freizeittourismus gibt und den Geschäftsreisetourismus, der, glaube ich, beide stark hier ist in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir haben eine starke Kongressszene, aber wir haben natürlich auch tolle Möglichkeiten, im Freizeitbereich hier Urlaub zu machen. Und da ist natürlich die Buga sozusagen so ein bisschen der Appetithappen, um dann auch wiederzukommen. Das ist in Richtung Nachhaltigkeit, also nachhaltig insofern, dass man wiederkommt. Nachhaltig muss man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, wie komme ich hierher, wie reise ich an und wie bewege ich mich dann fort. Das sind so zwei Aspekte, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit. Hast du eigentlich mal was vom Bleisure-Tourismus gehört? Bleisure-Tourismus? Ja. Das Thema Arbeitsreise verbinden mit privatem Aufenthalt, wenn ich richtig informiert bin, wird sicherlich eine größere, noch stärkere Rolle spielen in Zukunft. Gerade wir hier sind ja in der Region sehr stark durch Kongressreisetourismus etc. geprägt, der sicherlich einen Wandel erfahren wird. Und von daher gesehen wird es sicherlich ein Thema werden, das wir in den nächsten Jahren noch mehr forcieren müssen. Und die Buga bietet sich natürlich hervorragend dafür an. Absolut. Arbeits-, Kongress, abends ein, zwei, drei Tage drangehängt, die Region und die Buga erleben. Eigentlich gemacht für uns. Jetzt haben wir vieles gehört zum Thema Metropolregion. Ich glaube, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben auch erfahren, wo der Match liegt zwischen Metropolregion und der Bundesgartenschau, wie perfekt wir eigentlich zueinander passen, wie wir uns ergänzen und gegenseitig vernetzen. Und wir wollen der Metropolregion auf der Gartenschau eine Bühne bieten. Wir wollen den Partnern der Metropolregion eine Bühne bieten. Und wir wollen aber auch die Metropolregion als unsere Bühne nutzen, um einfach in die Kommunikation zu drehen. Und darauf freuen wir uns. Und da haben wir mit dir eine tolle Partnerin gewonnen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für deine Unterstützung. Und ich will dich aber auch nicht gehen lassen, ohne dass wir uns jetzt draußen direkt vor Ort mal anschauen, wo der Auftritt, wo der Standort sein wird, wo die Metropolregion während der Bundesgartenschau ihren Standort haben wird. Da herzlichen freue ich mich Dank. Auf. Danke, vielen Dank für die Einladung. Bitte. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weiterhin inspirierende Beiträge auf unseren Kanälen erleben wollen, dann bis zum nächsten Mal.